Manche Farmer kaufen ihr Saatgut Jahr für Jahr bei den großen Konzernen. Ich bewahre von jeder Ernte genug für die Neuaussaat auf. Habe ich schon immer. Ich bin ein Seedsaver. Der erste Raps überhaupt dieses Jahr. Ja, ist eine Stange Geld. Was denkst du? Was hast du dafür bezahlt? Das ist eine Investition. Einschreiben für Mr. Percy Schmeiser. Dad? Das kann nur ein Fehler sein. Ich habe mein eigenes Saatgut. Monsanto begründet seinen Anspruch damit, dass der Raps, den sie 97 ausgesät haben, Gensequenzen enthält, die patentrechtlich geschützt sind. Die waren bereits da. Wer sind die Männer da, Opa? Also wird Monsanto sagen, dass all das Konzerneigentum ist. Dann werden wir wohl vor Gericht gehen. Mr. Schmeiser, haben Sie jemals Saatgut von Monsanto gekauft? Nein. Mr. Schmeiser, ich bin Rebecca Selkow von The People for Environmental Protection. Es gibt tausende von Menschen, die Sie unterstützen wollen. Die sagen, auf meinen Feldern sei der Raps von Monsanto gewachsen. Und das ohne Lizenz. Alles, wofür ich ein Leben lang gearbeitet habe, gehöre Ihnen. Und schon werde ich dafür verklagt, dass ich dasselbe getan habe, was meine Familie seit Hunderten von Jahren tut. Titelseite der Washington Post. Das ist der Hammer. 1,2 Millionen Dollar. So viel schulden Sie dem jetzt. Was passiert, wenn man sich an Anwälte wendet? Wir werden die Farm verlieren, Percy. Runter von meinem Feld! Das ist unbefugtes Betreten! Er kann nicht gewinnen. Das braucht er auch gar nicht. Er muss nur unbeugsam weiterkämpfen. Oh, best im Fernsehen! Wir müssen vor das oberste Gericht gehen. Haben Ihre Anwälte das empfohlen? Ich hab's ihm noch nicht gesagt. Warum bringen Sie Ihren Fall bis vors oberste Gericht? Es gibt viele Farmer auf der Welt, die nicht die Möglichkeit haben, sich zu wehren. Aber einer muss es tun. Dies ist ein ganz simpler Fall von Patentrechtsverletzung. Wenn Sie wirklich gewinnen, kann niemals wieder ein Saatgut-Selbstversorger verklagt werden. Was diese Leute tun, ist Unrecht. Und es ist Zeit, dass jemand das laut sagt. Wir müssen weiterkämpfen.